In München gibt es wieder ganz großes Fußballkino. Der Audi Cup lockt Real Madrid, den AC Mailand und die Tottenham Hotspurs zu dem Gastgeber FC Bayern, der sich am Montagmorgen auf seine Partie am Dienstag gegen Milan vorbereitete. Gleich zu Beginn mit einem Geburtstagsgruß an Sven Ulreich, der heute seinen 27. feiert. Happy Birthday, lieber Sven. Dante absolvierte nach seiner Muskelverletzung erstmals wieder einen Großteil im Team. Und mit dabei war natürlich auch unser neuer Arturo Vidal, der den AC Mailand ja aus seiner Zeit bei Juventus Turin bestens kennt und nach einer Woche in München diesen Eindruck von Club und Mannschaft hat. Ja, ich fühle mich sehr glücklich. Ich bin bei einer beeindruckenden Mannschaft angekommen mit unglaublichen Spielern. Ich bin sehr herzlich und freundlich aufgenommen worden. Daher bin ich sehr glücklich darüber, hier zu sein in dieser wunderschönen Stadt. Am Samstag hast du zum ersten Mal im Bayern-Trikot gespielt. Wie hat sich das angefühlt? Ja, es war ein sehr schöner Moment. Für mich hat sich ein Traum erfüllt. Ich hoffe nun, dass ich in diesem Trikot auch wichtige Titel gewinnen werde und damit die Fans, die uns immer unterstützen, zufriedenstellen kann. Apropos Titel, den ersten habt ihr am Samstag beim Supercup knapp verpasst. Den nächsten gibt es beim Audi Cup in den nächsten Tagen. Am Dienstag spielt ihr gegen den AC Mailand, den du aus der Serie A gut kennst. Was erwartet euch? Ja, leider haben wir im Elfmeterschießen gegen Wolfsburg verloren. Jetzt geht es gegen Milan, eine sehr starke Mannschaft, die gegen andere Teams immer konzentriert auftritt. Wir wollen uns weiter verbessern und das Spiel natürlich ebenso gewinnen wie den Audi Cup. Denn der ist weltweit ein großes Zugpferd. Die Spiele sind bereits ausverkauft. Kein Wunder, wenn zum Beispiel Real Madrid, das am späten Nachmittag in München eintraf, dann auf die Münchner Bayern treffen sollte. Und auch die Pressekonferenz mit allen vier Trainern ist schon beeindruckend. Es ist ein Wahnsinn-Tournament, ein großer Test, weil die Gegner sind die beste Mannschaft in Europa. Natürlich ist ein Freundschaftsspiel für alles. Aber das beste Spiel, dieser Freundschaftsspiel gegen eine wichtige Mannschaft sind für unsere Entwicklung. Natürlich nächste Woche wir hatten letzte Woche unseren ersten Titel und jetzt der Pokal in Bundesliga. Aber das beste Spiel gegen Bayern gegen Milan oder Tottenham oder Real Madrid. Ist gut für unsere Entwicklung. Also die erste Paarung am Dienstag um 18.15 Uhr lautet Real Madrid gegen Tottenham Hotspurs und dann ab 20.45 Uhr der FC Bayern gegen den AC Mailand.